Wieso habe ich nur 1000 Abonnenten? Sind meine Videos nicht gut genug für euch oder was? Schämt euch. Ich will doch mein Geld auch mit YouTube verdienen wie alle anderen Leute. Naja, egal. Vielleicht gewinne ich ja ein paar neue Abonnenten mit diesem neuen Video hier, weil das jetzt unglaublich gut wird und irgendwie total viel Aufmerksamkeit bekommen wird. Naja, man kann ja mal hoffen, okay? Na, jedenfalls willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde euch Center of Staining, das neueste Release. Das ist kein Release. Hier steht Flex am Klavier. Das ist ein Release hier. Und das ist eben das neueste Release. Und ja, das ist Center of Staining. Und ich werde euch das Ganze hier mal im Projekt zeigen, wie das Ganze halt harmonisch aufgebaut ist. Und was ich mir mal allgemein dabei gedacht habe. Und ja, das Ganze werde ich auch als kleine Möglichkeit sehen, euch mal hier das neue Programm zu zeigen. Das ist nämlich Cubase. Sehr schönes Programm auf jeden Fall. Der Grund, warum ich umgestiegen bin, ist eigentlich auch ganz einfach. FL Studio ist zwar wirklich ein gutes Programm, aber Cubase gefällt mir einfach ein bisschen besser. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass FL Studio scheiße ist. Nein, nicht unbedingt. Also vielleicht, nein, FL Studio ist gut. Aber Cubase beherbergt halt sehr, sehr viele Features. Wie zum Beispiel, man kann hier die Tracks mit Farben kennzeichnen. Das ist toll. Und man kann hier auch Sachen umbenennen. Also das finde ich ganz gut an Cubase. Und deswegen finde ich die Software auch sehr, sehr schön. Und bin umgestiegen, ja. Heißt jetzt nicht, dass ihr auch umsteigen sollt. Also ich mache jetzt keine Werbung für Cubase. Kauft Cubase. Aber willkommen zu diesem kleinen Making-of. Hier wollte ich nochmal anmerken. So, ich zeige euch mal, wie der ganze Song hier jetzt gemacht ist. So sieht das ganze Projekt erstmal aus. Und es hat mit einer ziemlich simplen Idee angefangen. Nämlich mit diesem Piano hier, welches so klingt. Ja, klingt erstmal so aufs erste Hinhören ziemlich sanft. Das liegt einfach daran, weil ich hier die Septime von dem D, also wir sind in D-Dur erstmal, und ich habe hier die Septime gespielt und hier dann einfach noch die Quinte, aber das tut nicht zur Sache. Es ist eben dieser kleine Abfall. Das macht das Ganze eben so weich. Und auf diesem Motiv bleiben wir erstmal hier für eine gewisse Zeit, für 4 Bars. Und dann geht es hier aufs E rauf. Ist nicht wirklich E-Moll oder E-Dur oder sonst irgendwas. Ich spiele einfach E, Cis, H, Fis. Mehr ist das auch nicht. Und dann hier schon so eine kleine rhythmische Abwechslung mit dem Cis, weil es hier dann wieder nach oben geht. Also nicht immer nur nach unten. Und dann kommt hier eine komplette Abwechslung sozusagen. Klingt schon ein bisschen kämpferisch, und dieses Kämpferische wird dann aber wiederum aufgelöst, weil hier einfach Akkorde gelegt werden. Nämlich hier D-Dur. Hier kann man H-Moll sagen, weil das hier nur eine Terz ist, die über eine Oktave gespielt wird. Fis-Moll. A-Dur. Und H-Moll. Ja, die Moll-Parallele von D-Dur. Wir wechseln sozusagen von D-Dur auf H-Moll, und der Drop fängt auch mit H-Moll an. Und hier haben wir dann wiederum eine etwas andere Kadenz. Wer nicht weiß, was eine Kadenz ist, das ist eine in sich geschlossene Akkordfolge, die zu einem schlüssigen Ende führt. Sagt das mal im Musikunterricht, vertraut mir, ihr werdet eine 1 bekommen. Eine 1, wenn ihr das sagt. Und endharmonische Verwechslung. Ja, wenn man den Quintenzirkel betrachtet, wenn es auf die andere Seite, von der einen Seite auf die andere Seite geht, von den Kreuzchen zu den Bs, endharmonische Verwechslung, sagt das im Musikunterricht, ihr werdet sowas von, oh, ihr werdet die Kings, ich sag's euch, ja. Und genau, dann haben wir hier einfach noch ein bisschen Atmosphäre, so eine Marimba, ich mag Marimba sehr gerne, also Marimba sind immer toll. Ja, wirklich ganz toll. Und dann haben wir hier nur noch eine Atmosphäre, ein warmes Pad sozusagen und einen Plucket-Sound, der gesidechained wird von dem Trigger hier unten. Kommt mit, wir gehen auf eine Reise. Okay, das klingt so ein bisschen komisch, wenn man das so einzeln spielt, aber gut. Und alles zusammen klingt dann eben nicht mehr so komisch, nur noch ein bisschen. Haben wir hier noch so eine kleine Melodie nach unten, und ja, dann hier zu den gelegten Akkorden. Und jetzt kommt der Drop. Und was ich hier gemacht habe, ich
zeige euch erstmal kurz die Bassmelodie. Darauf baut sich nämlich die ganze Harmonie hier auf. Wir spielen hier nämlich H-Moll. Mist, ich wollte noch nicht alles zeigen. So. H-Moll, G-Dur, Fis-Moll, H-Moll. Und das ist irgendwie eine interessante Charakteristik, finde ich hier einfach, weil wir gehen hier erstmal sozusagen auf eine große Terz, dann einen Halbton nach unten und dann wieder nach oben über eine Quarte. Und das hat irgendwie so einen coolen Effekt, ich weiß nicht, also ich fand das irgendwie ganz cool hier. Und dann noch mit der ganzen restlichen Harmonie hier bilden sich hier natürlich die kompletten Akkorde hier, halt H-Moll, hier die kleine Terz, hier die Quinte sozusagen, die wird hier nur unten gespielt. G-Dur, hier haben wir die große Terz, hier haben wir dann die Quinte und dann haben wir hier wiederum die Quarte. So ist das Ganze hier aufgebaut. Und dann haben wir hier noch so verschiedene Layer und ganz wichtig ist natürlich noch zu erwähnen, dass wir hier so eine absolute Hintergrundatmosphäre haben sozusagen. Es ist nämlich einfach diese Marimba und die spielt hier sozusagen in sehr viel Hall, einfach immer auf den Zielzeiten und spielt entweder Terzen oder Quinten, aber in diesem Fall sind es Terzen. Marimba, okay. Und dadurch haben wir hier halt eine riesen Hintergrundatmosphäre und so ist das Ganze aufgebaut. Mit Schlagzeug dann noch, was so klingt. Hier ist ein ziemlich cooler Rhythmus, weil wir haben hier auf der 1 die Kick, dann hier so eine kleine Vorhaltkick, Snare, Kick und hier auf der 1 haben wir gar nichts. Was passiert? Es ist hier gar nichts. Sondern wir haben die hier sozusagen im Offbeat versetzt, im ersten Offbeat. Und hier dahinter dann noch eine Kick und das ist halt eben ein ziemlich cooler Rhythmus. Wenn ich jetzt mal die Hi-Hats hier eiskalt einfach lösche, dann klingt das so. Und wenn ich die eiskalt mal wieder zurückhole, klingt das so. Ja, und das ist eben das ganze Schlagzeug, das ist das komplette Geheimnis. So könnt ihr eigentlich schon meinen Stil komplett imitieren. Und damit klingt das alles so. So bleibt das jetzt auch erstmal eine Zeit. Die Kadenz wechselt sich nicht unbedingt hier ab oder so mit irgendwelchen anderen Akkorden noch, sondern wir haben hier noch neue Sounds. Einmal ein Gameboy-Sound, der klingt so. Sehr viel Delay drauf. Wirklich wie Delay. Kann es nicht mal aufhören? Okay. Und dann haben wir hier noch so einen Super Saw und der ist hier sehr, sehr wichtig an dieser Stelle und an dieser Stelle, weil hier kommt noch so eine ganze Melodie bzw. eine ganze Akkordfolge mit diesem Super Saw. Der muss natürlich erstmal reingeleitet werden. Das heißt, wenn ihr neue Sounds in euren Song reinbauen wollt, bitte kündet die vorher an mit Akzenten, mit leichten Filtereffekten oder so. In diesem Fall ist es ein Filtereffekt. Ja, und dadurch füllt das hier nochmal total viel auf und ist natürlich auch so ein schöner Übergang. Aber die Akkordfolge bleibt trotzdem gleich. Na gut, hier ist jetzt eine kleine Abwechslung, weil wir hier noch eine kleine Vibes-Melodie haben mit den Vibes im Intro. Und das klingt so. Die wechselt sich natürlich auch ab, weil es muss im Song immer wieder irgendwas Neues geben. Wenn man jetzt irgendwie ganz viele Sachen komplett oft wiederholt, dann sind wir schon hier bei Trance oder so. Das ist ja, Dubstep ist ja kein Trance, versteht ihr? Das ist die komplette Erklärung dafür. Dubstep ist kein Trance, also könnt ihr nicht so viel wiederholen. Nein, Quatsch. Aber es ist natürlich oft so, dass in gewissen anderen Genres, Musikgenres, wie ich es immer in blutiger Anfänger gesagt habe, und da haben sich die Leute so doll drüber aufgeregt, dass ich weinen musste. Naja, in diesen Genres ist es dann eben so, dass oft Loops einfach benutzt werden und das Ganze wiederholt wird. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich persönlich schlafe dabei ziemlich schnell ein. Und deswegen bei Dubstep und den ganzen Sachen immer eine Abwechslung reinbringen. Das macht es einfach richtig spannend dann. Und genau, dann kommen wir hier in den zweiten Teil von Drop. Den persönlich mag ich sehr gerne. Das ist meine zweitgrößte Lieblingsstelle hier in dem Song.
weil hier haben wir einen kompletten tonalen Umschwung, eine komplette andere Atmosphäre, einfach durch diesen Supersaw. Und allgemein die Melodien ändern sich und eben halt auch, ja, wie gesagt, der Akkord hier ist E-Moll. Das heißt, wir waren ja vorher auf D-Dur. Jetzt drehe ich mich hier gerade um, weil da hatte ich immer meinen Quintenzirkel abgebildet, aber ich kenne ihn ja mittlerweile im Kopf. Also D-Dur und E-Moll ist sozusagen die Subdominante. Und dann gehen wir hier auf die Subdominante und das Ganze hat so einen schwebenden Effekt hier. Das ist aber nicht nur wegen der Harmonie, sondern auch wegen den Instrumenten. Klingt so. Besonders halt diese Vibes-Melodie ist hier ziemlich schön, finde ich, weil die einfach so hinstrebt auf dieses Cis. Genau, und wir spielen hier auch Crescendo. Crescendo bedeutet lauter werdend. Das heißt, man kann das hier unten auch sehen an den, ich zeige da gerade hin, könnt ihr nicht sehen, an den Velocity-Balken hier. Könnt ihr das sehen, wir spielen hier im Crescendo, das heißt, wir werden immer lauter. Oh Mann, so peinlich. Und dann, ja, dann landen wir hier letztlich auf dem Breakdown und der klingt so. Genau, wir spielen hier einfach eine Melodie abwärts, die nicht zum Cis will. Die will nicht hierhin, sondern die will dahin. Erleichterung. Aufs H-Moll rauf. Und das, genau das tun wir eben mit diesem Akkord. So, hier haben wir eine komplett neue Kadenz. Das heißt, andere Harmonien. Und hier spielen wir auch einen Akkord, der gar nicht so unbedingt benachbart ist. Denn ich habe hier die ganze Zeit von E-Moll, E-Moll geredet, E-Moll, alles schwebt. Aber hier ist es auf einmal E-Dur. Was soll das? Wir spielen hier nämlich das Gis. Und ja, das hat irgendwie einen ziemlich coolen Effekt hier, finde ich, weil das Ganze dann so sommerlich klingt. Ich weiß nicht, wenn man dann auf so einem unerwarteten Akkord landet. Ich habe auch mal einen Song komponiert, der hat auch dieses E-Dur drin. Es ist sogar auch in D-Dur, der klingt irgendwie. Nee. Hier ist er. Die habe ich mal geschrieben und da habe ich eben dieses E-Dur drin. Das sind halt solche unerwarteten Dur-Dreiklänge und die haben immer so eine sommerliche Wirkung, finde ich. Und fand ich einfach ganz cool. Also klingt so. Ja. Hier haben wir das aber. Also hier ist die einzige Stelle mit diesem Akkord. Hier ändert sich wiederum alles. Und dann kommen wir hier zu dieser strangen Stelle, weil wir hier diesen strangen Sound haben. Der einfach nur H-Moll spielt. Das ist die ganze Atmosphäre. Und dann haben wir hier einfach so ein Motiv von Arp und Bell gespielt, was sich immer wiederholt. Das heißt, es, ja, spielt eigentlich immer nur das Gleiche, aber das ist eben so ein Akzent, der hier eben sehr wichtig ist. Fand ich irgendwie cool. Keine Ahnung. Dann noch mit Piano und mit Atmo. Was hier sehr tief spielt, das Klavier. Genau. So, hier ist es ziemlich interessant, weil hier haben wir einfach mal einen Takt Pause. Einfach so. Der ist einfach reingeschoben. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das Motiv hier interessant machen und wenig nervig zugleich. Und hier war halt diese Pause jetzt sehr wichtig, um das eben so nicht zu langweilig und nicht zu nervig zu machen. Und dafür war jetzt halt dieser Takt Pause und der wird dann hier wieder unterbrochen von dem Klavier sozusagen. Und das Ganze weist dann wieder auf diese Stelle hier am Anfang zurück. Genau. Ja. Und dann komme ich natürlich zu einem ziemlich langweiligen Teil. Das ist auch eigentlich gar nicht so interessant. Ist ja nur der zweite Drop, wo krasser Dubstep-Sound ist und so. Nein, natürlich werde ich euch den jetzt auch noch ein bisschen erklären. Nicht alles, aber ein bisschen was. Denn hier klingt das Ganze so. Genau, wir haben hier wieder diese Hintergrundatmosphäre von der Marimba und eben mit sehr viel Hall. Und hier haben wir ein komplett neues Motiv, was sehr, sehr mystisch und arabisch klingt. Denn hier spielt das Klavier statt unserem alten Motiv
aus dem Intro, so D, Cis, A, D, spielt es auf einmal. Klingt sehr, sehr arabisch und das sollte es hier in diesem Fall auch, weil das halt so eine gewisse Mystik bringt, weil diese krassen, harten Dubstep-Bässe und dann noch diese Melodie hier nach unten kommt ganz cool. Man spielt hier einfach nur einen Halbton, lässt einen Ganzton frei, nochmal Halbton und dann hier einfach große Terz. Und ja, fand ich hier einfach ziemlich passend drin. Ich habe sehr lange hier dran geübt, wollte ich schon fast sagen, getüftelt, um einfach nur diese Art Klang rauszukriegen. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Bässe, die sind alle mit Massive gemacht, selbst programmiert, habe ich auch ziemlich lange dran gesessen. Aber im Prinzip ist es einfach nur dieser Sound, der hier ein bisschen den Takt verschleiert, sage ich jetzt einfach mal. Klingt so ein bisschen versetzt alles. Hängt einfach damit zusammen, dass ich hier in der Performance ich weiß nicht, wie man das nennt, einfach so eine Zacke nach oben und dann noch so eine weiche Zacke benutzt habe. Ist halt nicht alles punktuell auf der 1, anders als dieser Sound hier. Das ist nämlich einfach so ein Stepper, benutze ich sehr gerne. Der macht einfach nur so ein da-da-da-dam, so ein... Genau, dam da 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 dam. Und ja, fand ich hier auch ganz cool. Hier auch, wenn man das jetzt mal im Performer sieht. Dam da da dam. Und ja, genau. Und so ist halt der Drop aufgebaut. Dann haben wir hier noch unseren alten Riser-Sound sozusagen. Und das sind dann eigentlich schon alle Bässe. Genau, und die spielen hier halt einfach immer nur weiter. Eigentlich mit der gleichen Rhythmik, da verändert sich nicht so viel. Das Einzige, was sich jetzt hier verändert, ist sozusagen... dass hier noch der Supersaw wieder reinkommt, um diese Stelle hier, die sich dann wiederholt vom Anfang, nochmal wieder vorzubereiten. Aber hier etwas anders, weil es kommt hier tatsächlich so ein ganzes Zusammenspiel aus den Supersaws und aus diesen Bässen zustande, was dann auch gar nicht so geplant war, aber letztlich dann doch wiederum gewollt war, weil, keine Ahnung, es ist halt einfach eine coole Abwechslung. Klingt dann so. Und was hier auch noch ziemlich cool ist, ist, dass der Supersaw hier, bevor er sozusagen ganz reinkommt, auf G-Dur landet, kann ich schon mal verraten, dass er hier einen kleinen Schlagpause hat, also eine Schlagpause einfach mal. Entschuldigung, musste einmal kurz hier ausstoßen. Dadurch, dass hier noch dieser Bass so einen Rise-Effekt hat, auch so einen Crescendo-Effekt von unten nach oben hochgefiltert, ist das hier halt ein ziemlich interessanter Effekt, finde ich. Fand ich irgendwie cool, die Stelle. Also ist auch, ja, war eher Zufall, dass ich darauf gekommen bin, aber finde ich im Endeffekt ganz cool. Und hier, wie gesagt, G-Dur. Und dann hier, was ist das hier, Fis-Moll. Dann haben wir hier wieder, haben wir hier D-Dur. Und die Bässe hier passen sich natürlich auch harmonisch immer an. Weil der Bass spielt sozusagen immer den Grundton vom Akkord, also hier müsste demnach dann Fis sein, hab ich recht. Und genau, hier kommen dann wieder diese Vibes rein und hier dann wieder dieser Übergang mit Filter. Und da alles schwebt. Ja, das kennt ihr ja schon, habe ich auch schon erklärt. Und dann kommen wir hier wieder auf diesen Breakdown, der nach unten geht. Und wieder auf dem H hier landet. Finde ich auch immer schön, wenn man hier unten nochmal die siebte Stufe mitspielt und dann erst. Hätte ich auch so machen können, aber ich fand es so jetzt auch ganz cool. Und das ist der Song Center of Staining, einmal komplett erklärt. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig und ihr hattet Spaß bei diesem Video, denn das hatte ich und ihr solltet das natürlich auch gehabt haben, wenn ich das hatte, hoffe ich zumindest. Und vielen, vielen Dank nochmal für 1000 Abonnenten. Das ist am Anfang natürlich eine Ironie, ne? Also dass ihr Ironie versteht, ist ganz wichtig, denn ich bin gerne ironisch. So, und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und wie ihr den Song im Allgemeinen findet. Was vielleicht hier unerwartet kam für euch oder was ihr schon so erwartet habt, weil ihr voll die Musikjunkies seid und wisst, da, der hat da die Subdominante benutzt. Hier, ne? Hier, die Subdominante, genau, die Subdominante. Und genau, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video und tschüss.